Willst entspannen, du im Nu? Geh auf YouTube, hör mal zu. Gute Unterhaltung. Schnell, ich bin überfallen. Geld, Wagen, alles weg. Wir können sie noch kriegen. Steigen Sie ein. Ja. Also, damit Sie es lernen, eine gebührenpflichtige Verwarnung in Höhe von 3 Mark. Oder wollen Sie lieber eine Anzeige haben? Dass ich mit dem Taler abmachen kann. Ist hier eben ein grauer Kapitän durchgefahren. War das vorhin ein Kapitän? Hab nicht so genau drauf geachtet. Wieso? Raubüberfall auf der Aris. Vor etwa 10 Minuten bei Kilometerstein 13. Eine Frau und 3 Männer waren es. 2 auf Motorrädern. Was ist denn mit dem? Das ist ein Verkehrssünder. Na, Sie kamen doch auch eben von der Aris. Ja, ja, von Wannsee. Sie hingen doch dicht dran an dem Wagen vorhin mit dem anderen Motorrad. Nicht so drauf geachtet, ich bin allein. War der dabei? Erkennen Sie ihn wieder? Ich kann's nicht sagen, meine Herren. Ist möglich, ja. Ich weiß es nicht, ich war ja von den Scheinwerfern so geblendet. Na, dann fangen Sie uns mal nach, junger Mann. Den Fall werden wir etwas näher überprüfen. Ich krieg noch eine Mark 60 von gestern. Ich sag Ihnen doch, er ist nicht da. Ich weiß nicht, ob er kommt, wann er kommt. Ja, wissen Sie, wo er ist? Ja, ich brauche ihn nicht. Ich muss ihn sehen. Sagen Sie ihm, es ist dringend. Ja, ja, schon gut. Ich brauche ihn, sagen Sie. Ich werde ihm sagen, wann er überhaupt noch kommt. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Hey, Sie, 6 Cognac. Nein, macht 99. Schreib's auf. Dankeschön. Robert Hahn, 7837 Berlin. Facharbeiter. Eltern verstorben. Wohnhaftkolonie Siedlerglück. Hm? Das ist gut, geht in Ordnung, danke. Na sehen Sie, Herr Kommissar, stimmt doch alles. Glauben Sie denn, ich lüge, wo die Polizei so oft Draht ist? Halt den Mund. Nachts auf der Aros, nur so zum Spaß spazieren fahren. Können Sie Ihre Großmutter erzählen? Die ist schon tot, Herr Kommissar. Wären Sie nicht noch frech. Also? Wo waren Sie? Ich sage Ihnen doch. Ich hatte neue Kolbenringe und die Zylinderkopfdichtung ist repariert worden. Da musste ich ja schließlich sehen, ob die Karre noch Kompression hat, nicht? Und das nachts auf der Arbeit. Na, tagsüber muss ich leider arbeiten. Ja, aber na, der Kapitän ist gefunden worden, unten am Hahnsee. Sogar der Schlüssel ist drin. So. Na, wenigstens ist der Wagen da. Na, sehen Sie, alles klar. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Sie haben ja nicht ungefragt zu reden. Bitte, bitte, sage ich ihm überhaupt nichts mehr. Ja? Oh ja doch, Schmidtchen, ich weiß. Aber lassen Sie mich bitte jetzt mit der Presse in Ruhe. Herrgott, wir schlafen ja auch nicht. Seit Wochen sind auf der Arvus, auf der Heerstraße und im Tiergarten die Funkstreifen verstärkt. Wieso? Ist der Chef noch oben? Gut, ich komme. Die Presse schießt mal wieder gegen uns. Der Chef ist nervös, er will Ergebnisse. Als ob wir hier zaubern könnten. Wir müssen die Kerl schnappen. Also Herr Thiel, machen Sie mal den Mann inzwischen fertig. Aber geben Sie ihm gehörig Dunst. Naja. Das ist ein alter Herr, das musst du nicht so ernst nehmen. Was hast du denn für eine Maschine? 500 oder was? Nee, 350 Horex. Prima, die kenne ich. Wo sind da Federungen, ist ein bisschen hart? Oh, will ich nicht sagen. Einer bei uns hat eine, wenn man da drauf sitzt, da kommt man sich vor wie auf dem Mustang ohne Sattel. Bist du in so einer Clique, hm? Ja, ein paar Freunde und Arbeitskollegen. Naja. So ein alter Zausel wie der versteht das natürlich nicht. Für den sind das immer gleich Raudis und Halbstarke und dieser ganze Mist. Du, dem habe ich neulich ein paar Platten vorgespielt. Louis Armstrong, den Kenton und so. Naja, ging natürlich nicht hier rein bei dem. Kennen Sie auch Charlie Brown? Charlie Brown? Na, gestern gekauft, dufte Sache. Ah. Hast du deine Mühle schon bezahlt? Wieso? Oh mein Gott, ich frag nur so. Na, noch ein paar Raten. Na also. Hör mal zu, mein Junge. Du hast ja inzwischen gemerkt, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Wenn du irgendwie mal Sorgen hast oder sowas, dann kennst du den Kiosk ganz so. Mhm, kenn ich. Na, ich esse da jeden Tag ein paar Happen, so 17 Uhr ungefähr nach Dienstschluss. Da quatsche ich denn so mit den Jungs, wenn sie ihre Sorgen haben. Der eine hat einen riesen Fass aufgemacht, das hat er kalte Füße gekriegt. Der andere ist bei einer Anschaffe schmal geworden, das kennst du ja alles. Ich meine nur, der Weg zur Polizei ist immer noch der beste, wenn es mal so weit ist. Musst du dieses Dreck zurücksaufen? Willst du dich ganz fertig machen? Was soll ich denn tun, Mann? Ich hab doch keinen Pfennig mehr gehabt. Hilf mir doch einmal. Hast du wenigstens die Miete bezahlt?
Wochengeld. Und wenn du doch säufst, dann kauf dir wenigstens was Anständiges. Ne? Ja, also, reiß dich doch mal endlich am Riemen. Und komm nicht wieder ins Splendid, ja? Ich will dich da nicht sehen, verstanden? So, komm, jetzt geh schön schlafen. Schlafen? Ich kann doch nicht mehr schlafen. Ich gehe die ganze Nacht hier in der Wohnung herum. Ich kann nicht mehr schlafen. Manchmal glaube ich, stimmt nicht. Bleib hier. Werner, bleib heute. Nee. Wir bekommen die Luft hier nicht. Oh, komm, ich bring dich noch ins Bett. This room? Ah ja. Rudi und der Professor, haben denn die schon Feierabend? Vielleicht hitzefrei. Ach nee, die haben ja verkürzte Schicht. Sollten sie bei uns auch mal einführen. Mensch, 8 Stunden auf dem Bau. Mit Frühstück, Mittag und Fahrzeit fast 10 Stunden. Was bleibt denn da noch übrig vom Tag? Mir macht's Spaß, die Arbeit hier oben. Hier siehst du was, hier hast du frische Luft. Für 2,38 Mark die Stunde? Mensch, was du hier in 2 Monaten verdienst, das schaffst du mit Werner in einer Nacht dran. Willst du Millionär werden? Warum denn nicht? Ich will in ein paar Jahren meine Tankstelle haben. Mit 4 Säulen, verstehst du? Dann stelle ich mich hinter die Kasse und lass es nur noch klappern. Sag mal, Fritz. Ist dir eigentlich schon mal der Gedanke gekommen, dass da was schief gehen kann? Schief gehen? Bei Werner? Nie. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht. Aber als mich gestern die Polizei geschnappt hat, da ist mir doch so ein bisschen mulmig geworden. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, meine Herren. Aber schließlich hat die Presse nicht ganz unrecht. 4 schwere Raubüberfälle. 2 auf der Avus, 1 auf der Heerstraße, 1 im Tiergarten. Der Fall Klärmann. Dazu der Überfall auf die Kinokasse im Odeon. Immer wird nur Bargeld erbeutet. Immer sind die Täter motorisiert. Das sind doch Zusammenhänge. Das ist doch eine organisierte Bande. Wir fassen sie nicht. Wir tappen immer noch im Dustern. Ich hatte ja das Gefühl, wir waren gestern schon sehr dicht dran, als wir an der Avus den Burschen mit dem Motorrad schnappten. Warum haben sie nicht gleich zugegriffen? Ihn festgenommen? Habe ich ja auch gesagt. Aber Herr Thiel, diesen Laufen. Das verstehe ich nicht. Sie wissen doch, Thiel, hat man erst mal einen? Dann hat man gar keinen. Verzeihen Sie, Herr Kriminalrat. Ich hatte natürlich auch das Gefühl, dass der Bursche von gestern Abend was mit der Avus-Geschichte zu tun hat. Aber es war ihm doch nichts nachzuweisen. Wenn wir ihn festgenommen hätten, das wäre für die anderen noch nur eine Warnung gewesen. Denn wenn es sich wirklich um eine organisierte Bande handelt, nun, dann sind die Burschen doch schlau genug, sich sofort in Luft aufzulösen. Jetzt haben wir gar nichts in der Hand. Doch, Herr Kriminalrat. Der Kontakt ist schon geschlossen. Der Bursche hat schon eine weiche Stelle, der ist madig, wie die sagen. Und der kommt wieder. Na, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Na, dann suchen Sie sich mal ihn aus. Tut weh, was? Wenn Sie solche Treffer öfters trudeln, bestimmt. Na ja, mal, ich muss doch drin sein im Geschäft, oder? Bei der hohen Standmiete? Mann, was meinen Sie, was ich hier pro Monat zahle? Die Großpächter, ihr seid eine Goldgrube für die, oder? Jeden Ultimo muss der Zaster hier liehen, hör mal. Sonst runter vor Platz. Na, nervös? Mann, ist das spannend. Also pass auf, ist ganz einfach. Du legst dich mit dem Kopf auf die Schienen, du da drüben, wer am längsten liegen bleibt, hat die stärksten Nerven und die brauchen wir ja, ne? Also komm, macht euch fertig, der Zug kommt in ein paar Minuten. Alles in Ordnung, Professor? Ja, tolles Ding, Professor. Nicht schlecht, oder? Kann ich jetzt für euch mitmachen? Klar, Professor. So, und wenn sich jetzt einer von euch noch mal über den Jungen lustig macht, dann kriegt das mit mir zu tun, ne? So. Und jetzt brauche ich noch 3 von euch. Otto, Fritz und Rudi. Ich habe noch was vor mit euch. In der Stunde treffen wir uns im Keller. Was machen wir jetzt? Wir gehen noch einen kleinen Heben.
In Splendid, als Siegesfeier. Klar, machen wir. Und dann? Schlafen gehen, Mensch, was denn sonst? Schlafen? Nee, heute nicht. So ein feinen Perserteppich hier und dann wär's wie im Hilton. Wird noch besorgt, demnächst in diesem Theater. Also Jungs, keine Zeit verlieren. Wir brauchen einen Wagen. Möglichst schwer, wobei ein Bums nicht gleich die Türen klemmen. Das mache ich, das ist eine Sache von 10 Minuten. Na gut, dann kommst du mit dem geklauten Wagen Ecke Steindamm-Möllenstraße. Und zwar hier warten wir auf dich. Ist das am Rummelplatz? Ja, genau. Also, in einer halben Stunde am Rummelplatz. Soll ich anhalten? Mach weiter. Was ist los? Die verfluchte Autoscheibe. Oh, sieht wohl nicht gut aus. Hältst du noch 5 Minuten aus? Was soll ich machen? Ich bring dich irgendwo hin, wo du verarztet bist. Nein, komm her auf. Schnauze, halt dich fest. Aber das ist doch hübsch hier. Wenn ich so ein Zuhause hätte, würde mich das Splendid nie sehen. Na, dann bleib doch. Du ziehst weiter nachts umher. Ich weiß zwar nicht, was ihr tut, aber ich ahne es. Nein, Bub, das ist nichts für mich. Ich verstehe schon. Ich will ja auch schon längst weg von denen. Dann tu's doch. Das ist nicht so einfach, wie du denkst, Dinge. Und wenn ich dir dabei helfe? Ja, vielleicht. Oh, zurück! Verfluchte Sauferei! Wenn man dich mal braucht. Rot! Wo ist er? Schon drin. Nun lass uns mal sehen. Also was um Tickets. Jetzt beißen Sie mal die Zähne aufeinander. Tut das weh? Na, schon gut, schon gut. Na ja, das ist stark durchgeblutet, da muss ein frischer Verband drauf. Wie ist denn mit dem Appetit? Hunger? Durst? Milch? Wie wär's mit einer Flasche Bier? Ein paar Brötchen, ein Viertel gehacktes. Naja, ich muss sowieso runter in die Apotheke. Ich brauche frische Mullbinden und Penicillin. Ich habe ja nichts mehr da in meinem Laden. Kann ich Ihnen gleich was zu essen mitbringen? Ich gebe Ihnen Geld. Na ja, danke schön, ich hab schon, Wissen Sie auch, dass Sie verdammte Schweine gehabt haben? Wenn die Sehnen durchgeschnitten wären, das hätte Ihnen kein Mensch der Welt blicken können. Was ist eigentlich mit deinem Vater? Na, das siehst du doch. Total fertig. War mal ein großartiger Arzt, aber jetzt versaufen aus. Vor 3 Jahren haben sie ihm die Praxis verboten. Wegen Saufen? Nee, das kam nachher. Ist ihm einer unter dem Messer geblieben. Fahrlässigkeit haben die Richter gesagt. Naja, und seitdem macht er diesen. Na, komm her. Friss. Hey. Oh. Ja, aber manchmal, wenn er klar ist, ist er noch großartig in Form. Hast du gesehen gestern Abend. Und jetzt? Kann er nie wieder arbeiten, was? Na ja, in ein paar Jahren schon, wenn er durchhält. Du, das habe ich alles gar nicht gewusst. Weiß auch sonst keiner, geht dir auch niemand was an. Weiß dein Vater, was wir so machen? Er will es nicht wissen, ist auch besser so. Schließlich lebt er ja auch davon. 20 Mullbinden, Capiazol. Sympathol. Praktizieren Sie wieder, Herr Doktor? Nein. Aber man muss ja von dem Zeug was zu Hause haben, ne? Ein paar Salben hätte ich gerne mitgenommen. Ja. Lebertransalbe und Ichthyol. Und ein Schlafmittel brauche ich noch. Nichts vergessen? Nach der Arbeit bin ich gleich am Markt vorbeigefahren, da gibt's doch alles. Du sollst mir doch hier schließlich nicht verhungern. Kochst du immer selbst? Manchmal ja, manchmal lasse ich's auch.
Nicht so wichtig, das Essen. Also die Schlamperei hört jetzt auf. Ab jetzt werde ich ein bisschen bei uns für Ordnung sorgen. Ja, Inge. Aber nicht hier. Ich will weg. Ich will dich mitnehmen, irgendwo hin und Westen. Willst du? Ich komme doch ohne Papiere hier nicht raus, das weißt du genau. Ich kenne da jemanden, der uns vielleicht helfen könnte. Du sollst mir in den nächsten Tagen zu ihm kommen. Wer ist das denn? Einer von der Polizei. Dir scheint es ja wieder sehr gut zu gehen. Den brauche ich auch heute. Das kommt gar nicht in Frage. Wieso? Ich kann doch schon. Du kannst nicht. Was soll er? Das ist meine Sache. Frage dich, was er soll. Also, dann bleibt er hier. Was ist denn vor? Wenn es der Herr Doktor mal einen Augenblick allein lassen würde? Ich hätte dich wirklich gebraucht heute. Ich komme einfach. Nein, nein, das war sehr besser. Komm hier, steck weg. Das ist dein Anteil vom Mummelplatz. Du bist natürlich auch heute wieder stiller Teilhaber. Sag mal, wo ist eigentlich deine Pistole? Pistole? Ja. Ach so, die ist im Keller. Fritz weiß Bescheid. Werner? Willst du dich ein bisschen genauer ausdrücken? Werner, ich habe dich nie gefragt, was du tust. Aus Feigheit, ich gebe es zu. Aber ich ahne, es sind schreckliche, es sind gefährliche Dinge, die du treibst. Na, wir wollen nicht davon sprechen, wer hier dran schuld ist. Ob deine Schuld ist oder meine. Das ist völlig unwichtig. Aber ich bitte dich, einmal höre auf mich. Ändere dein Leben. Du kannst es noch. Nimm dir eine Stellung an und arbeite! Klebe Marken für die Angestelltenversicherung, leg dein Postsparbuch an, damit ihr ein sorgenfreier Lebensabend beschieden seid. Nee, das ist mir zu spät. Immer wollt ihr gleich alles haben. Keiner kann mehr warten. Ja, genau das will ich nicht. Jetzt will ich ranschaffen. Ich will jetzt einen schicken Wagen fahren. Ich will mir jetzt die Welt anschauen. Ich will jetzt was vom Leben haben. Und nicht erst, wenn ich anfange, mit dem Kopf zu wackeln. Ich denke nicht daran, euren alten Kram weiterzumachen. Als ob nichts passiert wäre. Weiß ich, was morgen ist? Ja, niemand weiß das. Aber man kann doch nicht so gesetzlos leben. Der Mensch braucht Sicherheit, braucht Ordnung. Ja, was ich jetzt bin, gibt dir noch kein Recht, so zu leben, wie du es tust. Ich lebe, wie es mir passt. Sicherheit, Ordnung, wenn ich das schon höre. Weiß ich, ob ich morgen Soldat spielen muss? Ob mir übermorgen irgend so ein Atomding auf den Kopf fällt? Du bist von gestern, von vorgestern. Ja, ja, vielleicht. Komm, und jetzt lass mich in Ruhe. Kümmer dich um deinen eigenen Kram, damit hast du genug zu tun. Ja, bitte? Entschuldigen Sie, ich bin da voll mit dem 13er, ja, vom Bromberger Platz bis zur Endstation gefahren. Ja, und? Ja, also, wie ich da aussteige, ich habe da so eine kleine braune Tasche gehabt. Und wie ich da aussteige, da ist die Tasche weg. Ja, ja, was wollen Sie denn hier? Der 13er fährt nach Spandau. Außerdem müssen Sie in so einem Fall ins Fundbüro gehen, Potsdamer Straße. Fundbüro, Potsdamer Straße. Ja. Ja, nun, schönen Dank. Bitte. Das ist doch unser Quatsch. Kommst du aus der 13er, fährt hier ins Dimpel. Ja. Mensch, Rudi, wo kommst du denn her? Durchgebrannt. Dann hast du gesagt, heute wird gezaubert. Dann habe ich doch keine Lust, zu Hause krank zu feiern. Was? Na, alle da? Sogar Rudi, eben gekommen. Rudi? Ist der verrückt? Nur Bob fehlt noch, aber ich glaube, der kommt nicht. Was heißt das, er kommt nicht? Er hat gesagt, er will nicht. So, er will nicht. Ach, das Liebesglück in der Gartenlaube. Charmant, charmant. Aber leider keine Zeit dafür. Ich brauche dich, los, zieh dich an. Ich komme nicht mit, Werner. Ich will nicht mehr, ich muss mit dir reden. Die anderen warten seit einer halben Stunde auf dich im Keller. In 2 Minuten bist du angezogen, klar? Und mit dem geklauten Wagen fährst du dann hierher. Ecke Flurstraße. Kleinbeck. Ja, im Wagen sitzen dann ich, du und Bob. Otto und du, Professor, ihr kommt auf euren Maschinen. Also, Treffpunkt 1:45 hier. Fahrplanmäßig fährt der letzte Autobus um 1:55 ins Depot. 10 Minuten später kommt der große Kassenwagen, um den ganzen Zaster abzuholen. Zwischendurch haben wir also höchstens 9 Minuten Zeit, um zu kassieren und abzuhauen. Es muss also alles Präzisionsarbeit sein, auf die Sekunde genau. 1:56 sind wir im Kassenraum. Otto und du, Willi, ihr haltet mit euren Pistolen von hier aus die 4 Schalterbeamten im Schach, während ich, Bob und der Professor die Kohlen aufladen. 1, 2, 3, ruckzuck, bis der ganze Kassenraum leer ist. Und ich? Mich hast du vergessen, ne? Im Gegenteil, du bist unser wichtigster Mann. Du steigst um 1:48 an der Haltestelle Dorneck in den letzten Autobus, es ist ein 3er, und fährst ins Depot, Willi. Ja. Hepp,
Wenn dich einer fragt, schaffen wir Nachwuchs. Eine richtige Jacke kriegst du dann auch noch. Und da sperrst du dann schön die Augen auf, bis sie gekommen. Und wenn dir irgendetwas faul erscheint, haust du ab zu uns zum Treffpunkt. Hier noch jemand nicht abgefertigt? Bitte das Fahrgeld bereithalten. Irrtum. Heute kassieren wir, wie gesagt. Noch irgendwelche Fragen? Sag mal, Werner, wär's nicht überhaupt besser, wir warten, bis der Kassenwagen wieder rausfährt, schnappen ihn und... Ein Kassenwagen? Kugelsichere Scheiben? Ein Fahrer, zwei Beifahrer, alle bewaffnet, alte, gewiegte Hasen? Otto. Nein, nein, das können andere riskieren, wir nicht. Und noch was, geschossen wird nur im äußersten Notfall, ja? Kann ich nicht doch mitmachen, Werner? Nee, Rudi, heute nicht. Ist ja noch krankgeschrieben. Gut, dann warte ich, bis ihr wieder hier seid. Mann, das kann doch 4 Stunden dauern. Das ist mir egal. Was machen wir überhaupt so lange? Oh, ich geh pennen. Ja, ich auch. So, ich gehe dann vielleicht ins Kino. Rote Rosen. Mann, die Schnulze, ne? Ja, aber krieg erst mal Karten. Immer ausverkauft. Kommst du mit, Bob? Bob, bleib bei mir. Sonst kriegst du mal wieder einen Liebesrausch und da gibt's eine neue Panne, ne? Zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr am Autobusdepot. Ja, Raubüberfall auf die Kasse. Pass auf, kann nicht mehr sprechen. Und Vorsicht, alle sind bewaffnet. Eine Quittung, der Herr? Na ja, klar, man muss ja wissen, wo das Geld bleibt. Ja, kleinen Moment bitte. Noch 2 Stunden haben wir Feierabend. Na ja, also seit ich die Spätschicht habe, krieg ich doch regelmäßig Ärger mit meiner Frau, ja? Paule, sagt sie, kannst du denn nicht leise nach Hause kommen? Ja, du, komm du mal leise nach Hause mit die Stiebe. Dann fängt sie an zu schimpfen und... Depot 3, Nachtkasse, Berthold? Ach nee. Ja, selbstverständlich. Dann machen wir sofort, ja. Ist ja ein Ei. In Ordnung, jawohl, jawohl. Kriminalpolizei, hier soll heute Nacht noch ein Ding gedreht werden. Sofort alles Geld unter Verschluss. In einer halben Stunde ist die Polizei da. Mensch, hast du den Himmel, Arsch und Zwirn. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Du kickt er die Schweinerei an, sowas. Also, Herrschaften, genaue Uhrzeit. Es ist jetzt... Mit dem Gongschlag genau 1.49 Uhr. Boing. Da kommt der Wagen. Was ist denn mit dir los, nervös? Wieso? Na, was willst denn du noch im Stall? Muss noch mein Fahrrad holen. In welche Linie fährst du denn? Gar keine. Schaffnerlehrgang. Na Mensch, da hast du dir aber auch einen Beruf ausgesucht. Weg! Schnell! Wir sind verpfiffen! Alles voll Polizei! Mist. Los, steig ein! Alles zurück zum Keller! Aber einzeln! Auto! Hilfe! Polizei! Hilfe! Dann haben Sie da nicht eben jemand um Hilfe rufen hören? Bertha 1, Bertha 7 und Bertha 12 warten auf nähere Anweisungen. So, jetzt erzähl uns doch mal, was da plötzlich bei dir ausgesetzt hat. Es gibt ja Erklärungen für sowas. Kleiner Nervenschock. Hast eben mal durchgedreht. Ich habe sogar Verständnis dafür. Du bist nur mal ein bisschen sensibel. Ich kenne das. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass einer wie du zur Polizei läuft. Nee, das könnte ich mir doch nicht vorstellen. Was ist das für eine Nummer? 71, 05, 71, aber das ist eine 50. Fritz, komm doch mal her. Ruf doch mal an, wer sich da meldet, ja? Aber vielleicht machst du jetzt auch mal das Maul auf. Ich habe dich eine Menge gefragt. Ich verstehe das gar nicht. Werner wollte doch gleich anrufen. Haben Sie auch Angst? Ich habe immer Angst. Hast du vergessen, wie du damals zu uns kamst? Nicht mal 30 Pfennig für die Straßenbahn? Zerrissenen Pullover, keinen Hintern in der Hose. Und jetzt? Sparkonto, schickes Motorrad und eine Braut. Ja, ich habe euch verpfiffen. Ja, ich habe heute bei der Polizei angerufen, weil es meine einzige Chance war, um nicht in Zucht auszukommen. Und eure auch! Ich will nicht mehr, versteht ihr? Ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr! Willst du denen wenigstens auch gleich von dem Keller hier erzählen? Das glaube ich dir sogar. Trotzdem haben wir nicht viel Zeit. Was soll mit ihm geschehen? Schwein! Ja,
Wenn wir laufen lassen, sind wir geliefert. Unter Garantie. Halbe Stunde später ist er bei der Polente und singt. Stimmt's? Genau. Und morgen treffen wir uns alle im Kittchen. Was sollen wir denn mit ihm machen? Ich wüsste, was ich zu tun hätte, aber dass einer von euch war, sollt ihr es entscheiden. Stimmt doch ab. Na? Otto. Er muss natürlich weg, das ist klar, aber wie? Wie? Na schießen, es gibt keine andere Möglichkeit. Danke, Fritz. Verräter wird gekillt. Ich verstehe gar nicht, warum ihr da noch diskutiert. Gut, Willi. Ich hab doch schon gesagt, wir können ihn nicht einfach laufen lassen. Schießen bringt uns doch bloß noch mehr in die Tinte. Rudi. Man kann nicht einfach umbringen. Wir müssen eine andere Lösung finden. Gut. Professor. Na? So ein? Nur erschießen. Gut. Dann tu's. Du hast entschieden? Also schieß. Der schießt nie. Werner, du hast doch gesagt. Schieß, hast du gesagt. Warum hab ich das nur getan? Warum hab ich das? Hör auf, dann heil dich dann! Dieser Narr, dieser Knallkopf. Konnte ich denn wissen, dass der wirklich schießt? Hast du es denn nicht gewollt? Ich? Wieso ich? Ihr habt doch abgestimmt. Ja. Aus! Ich frage dich, was ist hier passiert? Frag ihn! Sag mal, glaubst du vielleicht, du kannst dich jetzt hier einfach raushalten? Wir müssen uns jetzt alle hier aushalten. Deswegen haben wir es doch so gemacht. Einer hat verraten, er musste weg. Und einer musste es machen. Aber doch dazu, dass wir nicht alle in den Knast wandern. Und was wird jetzt mit mir? Jeder hilft sich jetzt selber. Nee, mein Lieber, so einfach ist das nicht. Wissen wir denn, ob der Professor jetzt durchhält? Und wenn nicht, dann musst du den auch noch umlegen lassen. Und noch einen und noch einen. Das nimmt kein Ende mehr. Ich kenne dich nicht mehr. Ein Menschenleben ausgelöscht. Ich will dich nicht mehr sehen. Von mir aus. Menschenskind, was haben wir angestellt? Jedenfalls müssen wir jetzt alle für die Scheiße bezahlen. So ein Quatsch! Jetzt mal Schluss mit dem Gequassel! Macht euren Kinderkram doch alleine, also ich hau ab! Ja, du kannst mich doch jetzt nicht alleine lassen! Du musst mir doch helfen! Hier. Verstehe ich nicht. Was macht der Mann für ein Theater? Das kann ja schon passieren, wenn wir alle die Schnauze halten. Er kriegt mich unter Umständen. Ich besorge ihm einen guten Anwalt. Das sagt doch was! Besetzen Sie den Kellerausgang rechts. Die Männer vom Einsatzkommando folgen dem... Entschuldigung, Geschke, Sie besetzen ihn. Warnen Sie nochmals, alle Burschen sind bewaffnet. Sie gehen mit Ihren Leuten zum linken Flügel. Sieben sind's, alle sind bewaffnet. Thank you.
spannend, du im Nu? Geh auf YouTube, hör mal zu.